muss nicht mal Schäfchen zählen. Oder Kühe. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Jetzt bin ich schon wieder vor Schreck aus dem Bettchen gefallen. Na, tut mir leid, Henry, aber hör doch mal, da ist ein Geräusch. Das ist ja ein seltsames Geräusch. Hört sich an wie eine... Eine Königin. Also jetzt glaube ich dir aber erstmal kein Wort. Wieso denn eine Königin? Na, ist doch klar. So eine Königin ist sehr reich und sie hat sehr viel Schmuck. Und weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie tragen möchte, nimmt sie einfach allen Schmuck mit. Und der ist so schwer, dass sie den gar nicht alleine tragen kann. Und deswegen hat sie eine Schubkarre. Und der ganze klimpernde Schmuck in der Schubkarre macht das Geräusch. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Das sieht aber gar nicht aus wie ein Schloss, in dem eine Königin wohnen könnte. Das sieht eher aus wie ein Bauernhof. Sieh mal da! Weißt du, was das ist? Genau, das ist die Schubkarre der Königin. Aber wo ist die Königin? Entschuldigen Sie? Haben Sie die Königin gesehen? Oh, ich habe eine Frage. Sind Sie eine Königin? Ob Sie sie gesehen haben? Eine Königin mit einer Krone. Und ganz viel Schmuck. Entschuldigen Sie? Ach, egal. Ich glaube, die Königin muss ihren Schmuck alleine tragen, wenn sie sich von uns nicht finden lässt. Das glaube ich auch. Da, das Geräusch. Die Königin. Ah, Euer Majestät. Euer Majestätsherring. Wie bitte? Warum denn Majestät? Wir helfen Ihnen gerne, den Schmuck zu tragen. Ich bin keine Königin und Schmuck habe ich auch keinen. Nur diese Glocke. Da, das ist es! Das Geräusch! Ja, das ist meine Glocke. Die klingelt immer, wenn ich rumlaufe. So wissen immer alle, wo ich bin. Oh, toll. Du auch? Ja, ich weiß dann auch immer, wo ich bin. So, und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss jetzt wieder zum Melken gehen. Wiedersehen. Ha, wiedersehen. Kuhglocke, das habe ich mir ja gleich gedacht. Du, Henry, ich habe eine tolle Idee. Ist das nicht toll, Henry? Jetzt wissen wir auch immer, wo wir sind. Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Ich läute mal zur Schlafenszeit. Kann man überhaupt so viel Schmuck haben, dass man ihn allein gar nicht tragen kann? Was will man bloß mit so viel Schmuck machen? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.